Aber wenn du einen treffen willst... Was? Nein, nein, mir geht's gut. Erledige dein Zeug. Ich bin hart im Nehmen. Ruf an, wenn du wieder einsatzfähig bist, okay? Okay, mach ich. Also dann, bis bald. So, vor der Abreise sammeln. Bla 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 bla. Schauen wir mal. Vor der Abreise sammeln, ja. Irgendwann muss ich der TF1-Britten schauen. Okay, haben wir Nebenmissionen? Nö. Also, jetzt sind wir offensichtlich in der Open World. Schauen wir mal, was haben wir hier? Verkaufsobjekt. Oh ja, gib mir das. Zubehörteile, ja. Wir kassieren jetzt sowieso alles ab. Da können wir viel abstauben, sehe ich gerade. Warte mal, werfbar. Ne, werfbar brauche ich nicht. Funkgerät, Schabein. Was ist das hier? Kommode durchsuchen. Alles nehmen. Werfen! Oh ja, ich werfe jetzt diese Topfpflanze. Und zwar werfen wir die... Wir können die nicht werfen. Ernsthaft? Lol. Will die werfen? Geht nicht. Können wir nur weglegen. Mal kann man die doch werfen. Hm? Geht nicht. So, ja, hier gibt's nichts mehr. Was ist das da? Das ist so ein Polizeiheini wahrscheinlich. Ja, bin ich hübsch, bin ich hübsch, bin ich hübsch. So. Na gut, gehen wir raus. Was gibt's hier? Credit Chip, das sind wir dabei. E-Book lesen. Gut, das werde ich jetzt nicht wirklich durchlesen, weil das ist ein bisschen too much. Guten Morgen, Adam. Wir haben eine neue Nachricht. Von wem? David Sarath. Abspielen. Adam, hier ist David. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber nach dem Vorfall in Prag gestern... Hören Sie, mein Sohn. Warum auch immer Sie mich in den letzten zwei Jahren gemieden haben. Das Leben ist zu kurz. Ich reise bald nach London. Rufen Sie mich an. Wurde die Witcall-Nummer gespeichert? Ja, Adam. Aktivieren Sie einfach den Fernseher. Hier kann man wirklich einiges machen, das ist geil. Kann man jeden Blödsinn machen. Noch ein E-Book, so, den Computer ziehen wir uns auch mal rein. Wir haben Post von bla bla bla. Von Adam. So, gut, das werde ich jetzt aber nicht alles vorlesen. Smartphone. Hallo Besitzer, wenn Sie mir die verändern möchten. Aha. Warte mal, Wandelpanel. Türen schließen, öffnen. What? Wie Sie meinen. Was ist denn wann? Öffnen, aus schließen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wie Sie schließen, meinen. Wann, wenn, nee, öffnen. Bei mir sind Sie sicher. Türen Sie werden Sie geschlossen. Nee, 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 aufmachen, passt schon. Aber das ist ein relevantes Sicherheitsrisiko. Das ist lustig. So, Fernbedienung. Sarif anrufen, gehen, Fernsehen. Schauen wir mal, was im Fernsehen läuft. Sieht aus, als wenn ich ein paar Kugeln gefressen hätte. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Wir halten Sie am Leben und machen den Weg in die Zukunft frei. Garantiert. Worth Life. Rund um die Uhr, rund um die Welt. Pikes News. Sieht aus nach Reklame. Wie komme ich da wieder raus? Genug gefernseht. Komm, auf, arbeiten! So, was kann man da noch machen mit der Fernbedienung? Den Anrufen habe ich da gesehen, ne? Sarif anrufen, machen wir mal. Adam, danke für den Rückruf, mein Sohn. Sarif. Ich habe von dem Anschlag in Prag gehört, ist in allen Nachrichten. Wurde jemand verletzt, den Sie kennen? Sie kennen mich, ich bin ein Einzelgänger. Erstaunlich, dass Sie wissen, dass ich hier bin. Interpol hat mich angerufen, als Sie sich für den Job beworben haben, im Rahmen Ihrer Überprüfung. Ich habe Sie nachdrücklich empfohlen. Danke. Was wollen Sie? Was ich will? Tja, Adam, ich weiß, ich habe fragwürdige Dinge getan, aber in den letzten zwei Jahren ist viel passiert. Bei uns beiden. Einräumen? Rätsel.
Da man reizen, juckt gerade. Sie sind auf ihren Füßen gelandet, im Gegensatz zu vielen anderen. Ich hatte Glück. Ich wäre in Panchaya fast gestorben, als ich auf die Rettungsteams wartete. Und danach habe ich viel Zeit mit der Rhea verloren. Sie waren in Detroit und haben gesehen, was mit Seraph Industries passiert ist. Ja, schon mal gesehen. Irgendwann. Die Menschheit hatte Angst vor dem Potenzial, das wir angeboten haben, und schlug zu. Einbruch ins Gebäude, Plündern und Brandschatzen. Und die Asgaier von Taiyong Medical haben den Rest verschlungen. Manchmal muss ein Traum sterben, damit ein neuer aus der Asche auferstehen kann. So, Megan Redd, Frank Pitchard. Ja, haben wer ist Sie Megan was Redd? Von Megan gehört? Nach allem, was wir durchgemacht hatten, dachte ich, sie bleibt bei mir. Aber sie wollte ja immer ganz vorne sein. Sie hat in Detroit keine Zukunft für sich gesehen, also ging sie zu Versalife. Sie ist nach Hongkong gezogen? San Francisco. Sie haben dort eine Offshore-Anlage. Rockasecca Beach kommt häufiger in den Nachrichten. Kalifornien also. Ob sie das ihrer Mutter erzählt hat? Mein Sohn, ich kann Ihnen nur raten, sie zu vergessen. Denn sie hat uns mit Sicherheit vergessen. Okay, Frank Pritchard. Haben Sie mal mit Pritchard geredet? Frank? Ich glaube, der hat sich von uns allen am wenigsten verändert. Er würde wahrscheinlich sagen, dass er sich nicht ändern musste. Mit Sicherheit. Aber wenn die Welt sich so verändert wie unsere, bleiben alle auf der Strecke, die sich nicht anpassen. Frank ist jetzt selbstständig, macht aber immer noch Computersicherheit in Detroit. Keine Ahnung, ob sich das je ändert. Na dann. In Ihrer Nachricht hieß es, Sie reisen nach London. Urlaub oder geht es um den neuen Traum? Ich treffe mich mit der Santo Group, mit Nathaniel Brown und seinen Investoren. Santo? Die haben den Utulek-Komplex gebaut, das Opti-Ghetto hier in Prag. Warum treffen Sie die? Brown hat große Pläne. Er will echte Lösungen, die zukunftsweisend sind. Haben Sie von der Safe Harbor-Initiative gehört? Ich habe von Rabia gehört, der Stadt hinter Mauern, die er und seine Firma für Optis in der Wüste bauen. Rabia ist nur ein Teil davon. Wir reden von autarken, energieeffizienten Archäologien, die überall alle auf der Erde errichtet werden können. Städte von Augmentierten für Augmentierte. Wo der Traum von der eigenkontrollierten menschlichen Evolution weiterlebt. Es mag im Moment nicht so aussehen, aber eines Tages werden die Menschen den Zwischenfall hinter sich lassen. Und dann werden wir dafür bereit sein. Unser erneuter Kontakt freut mich, Adam. Ich habe mich immer um Sie gesorgt und der Anschlag gestern... Sie haben nicht wegen des Anschlags angerufen. Fragen Sie einfach. Es ist nicht wichtig, wirklich. Ich brauche nur eine Unterschrift für die Konkursunterlagen. Sie brauchen meine Unterschrift. Es gab eine bürokratische Verwechslung, weil Sie ein Jahr lang für tot erklärt worden waren. Das Apartment in Detroit lief auf Ihren Namen, obwohl wir es bezahlten. Okay, schicken Sie mir die Unterlagen. Danke, Adam. Ich weiß es zu schätzen, wirklich. Auf Wiedersehen, Seraph. Der will eine Unterschrift, weil er zu viele Kosten hat. Finde ich geil, ey. Na schön. Das hätten wir. Schauen wir uns hier noch in der Bude um. Ist da noch irgendwas? Da ist noch irgendwas. Das haben wir, glaube ich, eh schon. Ne, da kommen wir zurück. Ja, das war's eigentlich mit der Bude. Verpissen wir uns weiter. Raus. Miller, hier ist Jensen. Freut mich, endlich von Ihnen zu hören, Agent. Alles okay? Tut mir leid. Ich komme ins Büro, sobald ich kann. Aber meine Augs haben was abbekommen. Ich muss sie nachsehen lassen. Natürlich, wir haben viel Arbeit vor uns, Jensen. Wir sehen uns, sobald Sie da sind. Dr. Koller, ich muss Sie besuchen. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Klar, Mann. Wie wär's morgen gegen... oder lieber jetzt gleich? Jetzt würde es mir passen. Stimmt was nicht? Nichts Schlimmes. Nehmen Sie die U-Bahn. Irgendeine. Schnell. Die Vordertür ist keine friedliche Option, schon klar. Hallo, wer bist du? Nerozumim anglicky. Lol. Dann lern halt. Boah, ist die alte Bockisch. Nein, der mit selber Pokoi, du. Krava.
So, also die Tür sollte man schon wieder zumachen. Irgendwie passt mir das nicht. Hier machen wir die Tür zu. Nicht, dass man dabei reinbricht. Wer weiß, wie individuell das Spiel ist. Nicht, dass man wer in meine Bude einbricht. Da bin ich nicht einverstanden. Kann ich da rein? Ist das ihre Wohnung? Die wird jetzt sicher zickig, wenn ich jetzt Scheiß baue. Aber schauen wir mal. Sicherheitsstufe 1. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt kann man rein, rauszoomen. Ich bin hier, ne? Da sind zwei Firewalls. Und wo muss ich hin? Zum Grünen. Jetzt ist die Frage, warte mal, wie komme ich da jetzt hin am besten? Darüber, Nuke, ne? Was ist das da? Verzeichnis. Aha. Und das? Auch. Verzeichnis? Was ist das? Verzeichnis. Irgendwie ist das blöd hier zum... Zum Zoomen geht das einfach zu beschissen. Wir könnten auch so rüber, ne? Wisst ihr was, dann gehe ich hier rüber, aber ob sie das ausgeht, ha? Ah, egal, wir machen es einfach. Rüber da. Und rüber da. Ich glaube, wir haben es. Jo, läuft. So, ich hoffe, das ist nicht ihre Bude, weil die wird sonst sicher sauer, wenn ich da jetzt einbreche. So, schauen wir da mal rein. Tür zu. Das ist das, was ich gelesen habe. Du kannst wirklich hier Open World mäßig überall rein und so weiter. Wir müssen aber kurz was machen. Und zwar muss ich das hier runterstellen auf 20. Das ist mir halt einfach zu speedig. Das ist ungut. So, das ist besser. Jetzt kann man ein bisschen mehr lenken. Was haben wir hier? Ein E-Book. So, ich werde das immer möchte gern durchlesen, sage ich mal. Nicht wirklich, aber... Info Schublade durchsuchen, aber Siki, was ist das? Zubehörteile, ja, gib mal's. Habe ich die jetzt genommen? Ja. Aber so geht's ein bisschen leichter hier. Da ist auch noch was. Wieso? Wieso wird das nicht hervorgehoben? Das ist ein bisschen blöd. Hey, kann man voll klauen, ey. Das ist ja geil. Die Frage ist nur, findet der Nachbar das lustig oder nicht? So, was haben wir denn überhaupt für Missionen? So, sonst haben wir keine Missionen, ne? Hauptmission, also. Überprüfen, nach Chisters Stritt reisen. Okay, und M3 zurück zur alten Form. Koller im Antiquitäten-Dingsbums finden, okay. Also haben wir zwei Aufgaben, dann lassen wir die da drin. Können wir hier irgendwas nur klauen? Nein. Ah, Breach-Software, Verkaufsobjekt. Ich sag mal so, läuft. Oh, ist ein Fetischist hier oder was? Hacken, Datenscan-Software, das nehmen wir auch noch mit. Was ist das für ein Fetischist hier? Ohne Scheiß, dem geht's nicht ganz sauber. Ja, läuft, würde ich sagen. Hier haben wir einen Kompi. Wollen wir auch mal hacken. Sicherheitsstufe 3, das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen da. Scheiße. Schätze mal, ne? Passwort habe ich keins. Scheiße. Hey. Können wir denn nicht hacken? Nee. Können wir leider nicht hacken. Das Passwort habe ich nicht, also sind wir hier nur ein bisschen gut. Vielleicht finde ich hier eine Info aufs Passwort. Hm? Nee. Keine Chance. So, durchsuchen wir das noch ein bisschen. Oh, Bier, nehme ich. Nehmen wir auch. Alles durchsuchen hier und einkassieren, ey. Also, man kann hier schön viel finden. So, geht's denn da hin? Scheißhaus. Nix da, ne? Doch, da. Mal zur Sicherheit noch so um. Ja, das war's. Wir sollten abzischen. Machen wir die Tür zu, nicht dass auffällt, dass ich hier war. Sicher, sicher. Ist da noch hin, wo wir hier mal auch noch eine Tür. Oh, Scheiße. Polarität ist nah. Du musst durchhalten. Der wird es sicher nicht so witzig finden, dass ich hier rum. Kulturist. Was sagst du? Baumeister? Er schläft und ich kann ihn nicht wecken. Ich weiß nicht, ob er sich. Wahrscheinlich ist er tot. Die Mutter sagt, er hat seinen Glauben verloren. Wir sollen ihn meiden. Ist der tot? Aber ich kann ihn nicht einfach verlassen.
Wir rauben ihn einmal aus. Der ist tot, einige Leute. Und der ist ein bisschen bescheuert. Die der ist ein bisschen gestört. Du musst durchhalten. Oh ja, Munition. Ich bete, dass für Munition bin ich echt zu haben. Boah, das ist gib ja wirklich ein Psycho. Fuck. Ohne Scheiß. Das ist ein Psycho, Leute. Wow, das sind Bomben! Alter Falter, was geht denn bei dem ab hier? Wir alle finden unseren Weg zum Maschinengott. Blut hat er? Du hast uns die Mittel zu Alter, Junge, Junge, Junge. Ihr seid da wirklich drauf. Naja, gut, dann weiß ich wenigstens, dass ich die Tür nicht zumachen muss, weil ich glaube, bei denen ist schon alles wurscht. Karton, gibt's noch was? Da ist was. Oh ja, taktische Schrotflinte, die ist geil. So, hat sich rentiert, dass wir hier ein bisschen durchstöbert haben. Abwärts geht's. Also hier kann man relativ viel finden. Kriegt man hier auch eine Karte oder sowas? Warte mal, hier vielleicht? Wo ist die Karte? Och, bin ein bisschen überfordert gerade. Das ist Error? Hä? What? Hat's hier nicht eine Karte gegeben? Wo waren die? Hier, ne? Ja, hier, jetzt haben wir's. Tut mir leid, ich kann nicht helfen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie begehrt die Mietwohnungen hier früher waren. Ja. Ich geh mal rein da, ich hoffe, dich stört's nicht, wenn ich deine Tür hack. Das Hacken macht schon Laune alleine schon. Wo sind wir? Wir sind das da, ne? Also, schauen wir mal. Transfer. HP, warte mal, wir müssen hier hin. Wo ist die Firewall? Die ist sicher da hinten wieder. Dass man hier jetzt... Ah, jetzt kann ich scrollen. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten, ins Ziel zu kommen. Okay, ist eigentlich wurscht. Hier ist ein bisschen schwieriger. Und der Knoten ist ein bisschen höher. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt auf cool. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!